Bisher ist er der ungeschlagene Trödelkönig, aber möglicherweise muss Horst Lichter seinen Thron schon bald räumen. Mit dem gezwirbelten Bart, der runden Brille und seiner rheinischen Frohnatur hat Horst Lichter, 57, alle Flohmarktfans um den Finger gewickelt. Er ist der unangefochtene Trödelkönig. Bis jetzt. Denn nun macht Oliver Petzokat, 40, ihm eine mutige Kampfansage. Ich werde der neue Horst Lichter, verkündet der Musiker laut Neuer Post, und verrät auch gleich, wie er das anstellen will, mit seiner eigenen Trödelsendung Hallo Schatz, die ab sofort im Ersten läuft. Wir haben viel Arbeit in diese Produktion gesteckt, erzählt er stolz. Es ist einfach ein schönes Format geworden, auch gut genug, um Horst Lichter vom Trödelthron zu stoßen? Der TV-Koch dreht Bares für Rares immerhin seit 2013 und hat damit den Deutschen Fernsehpreis, die Goldene Kamera und die Herzen der Zuschauer längst gewonnen. Punkt Horst Lichter bekommt Konkurrenz. Punkt. Das ist natürlich auch seinem Konkurrenten klar. Horst Lichter hat ganz schön vorgelegt, gibt Oliver Petzokat ehrfürchtig zu. An den Erfolg kann man überhaupt nicht anknüpfen. Und er will das plötzlich gar nicht mehr. Die haben ihren Sendeplatz, wir haben einen anderen. Ehrgeizig ist er aber schon, die Messlatte hängt hoch, ich bin gespannt, ob wir das auch schaffen. Wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben. Der Trödelwettstreit ist eröffnet. Im August feiern Horst Lichter und seine Frau Nada ihren 10. Hochzeitstag. Doch jetzt gibt es überraschende Neuigkeiten. Die Landschaft ist ein Traum für Motorradfahren, das Essen ist wahnsinnig gut, und ich mag die Menschen gerne. Und der Rhein liegt vor der Haustüre, sagte TV-Star Horst Lichter einmal über seine Wahlheimat, den Schwarzwald. Hier fanden er und seine Frau Nada, 46, ein traumhaftes, inzwischen saniertes Anwesen von 1881 mit 1524 Quadratmetern Grundstück und 377 Quadratmetern Wohnfläche. Ein kleiner Palast für den Bares für Rares Moderator. Ich möchte nie wieder weg, sagte Horst Lichter mal über dieses scheinbar perfekte Stückchen Erde. Doch jetzt will er ausziehen, die Luxusimmobilie steht für 1,95 Millionen zum Verkauf. Was wird jetzt aus ihm, Nada und ihrer bisher glücklichen Ehe? Punkt Horst Lichter verkauft sein Haus. Punkt ist genau die der Grund für den Verkauf? Schließlich sei Nada oft allein daheim. Er ist viel weg, ist nur ein, zwei Tage zu Hause, erzählte sie nach dem Umzug Bares für Rares Moderator. Ich möchte nie wieder weg, sagte Horst Lichter mal über dieses scheinbar perfekte Stückchen Erde. Doch jetzt will er ausziehen, die Luxusimmobilie steht für 1,95 Millionen zum Verkauf.
Was wird jetzt aus ihm, Nada und ihrer bisher glücklichen Ehe? Ist genau die der Grund für den Verkauf? Schließlich sei Nada oft allein daheim, er ist viel weg, ist nur ein, zwei Tage zu Hause. Erzählte sie nach dem Umzug vor einigen Jahren vor laufenden Kameras und dann, so berichtet Nada weiter, käme es zu Konflikten. Zum Beispiel, weil ihr Mann keine Lust habe, die Garage aufzuräumen. Vielleicht braucht das Ehepaar nach 8 Jahren Schwarzwald einen Neuanfang? Das bisherige Umfeld ist sehr still und ländlich, bleibt abzuwarten, ob sich die Immobilie schnell verkauft und wohin es Horst Lichter und seine Nada verschlägt.